So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22. Jawohl. So, in der letzten Folge, wie ihr habt, haben wir schön unser Hafer verkauft, ordentlich Kohle eingenommen, angefangen ein Feld zu bearbeiten. Stroh für das Schwein ist auch voll, obwohl wir jetzt noch gar keine Schweine haben, aber wir haben schon Stroh reingefahren. Gut, und ja, jetzt fahren wir. Unser Trecker ist jetzt auch wieder da, den wir das letzte Mal, der letzte Folge hierher geschickt haben. Können wir gleich in den einsteigen, bevor wir weiter Stroh sammeln. Jo. Es lief. So, er verursacht hier einen Stau. Da können wir gleich einen Mähdrescher wieder abtanken, aber wir fahren hier Straße und dann da runter. Das Rumgehopple. Oh Gott. So, das Feld ist auch bald abgeerntet. Ich überlege schon, ob wir hier Ballen pressen. Noch ein bisschen eventuell und das dann noch verkaufen. Naja. Noch keine Ahnung. Ich würde sagen, definitiv erst einmal noch. Eine Fuhre so ein. Ja, wir könnten eigentlich Ballen pressen und dann verkaufen wir die. Genau. Machen wir auch noch ein bisschen Kohle. So, gut, weil hier ist auch nicht mehr viel zu tun. Die eine Bahn noch. Dann ist es auch fertig, da kann man den Rest noch verkaufen. Ja. Ja, genau, da können wir den hier stehen lassen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da können wir noch ein bisschen Stroh sammeln. Wie gesagt, da machen wir eh eine Tour. Oh. Unser Dingsbums ist auch fertig. Die Sämaschine, okay. Da würde ich da erstmal hier einsteigen. Jo, ist fertig. Jo, hat alles fertig gemacht. Gut. Da würde ich sagen, tanken wir den mal auf. Backen die Sämaschine auf das andere Feld. Weiß aber noch nicht, was wir da drauf machen. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, was wir da drauf machen. Dort war jetzt Hafer. Zuckerhörse machen wir da drauf. Genau, weil das bringt hier mega viel Kohle. Also, ich gehe mal davon aus. Kann man ja mal gucken. Gucken mal. Zuckerhörse. Oh ja, bringt weniger als Hafer. Raps. Bringt gut. Erste. Nicht so gut. Weizen. Nicht so gut. Sonnenblumen. Mega viel. Aber da brauchst du ja wieder Einzelkorn, ne? Weiß nicht so viel. Also Raps bringt mehr als, obwohl, du hast ja ein größeres Volumen bei Sorghumhirse, bei den Ernten, hast du ja ein größeres Volumen. Also, da ist der Hänger schneller voll wie bei Raps. Wir könnten es aber auch in unsere Mühle backen, da könnten wir Öl herstellen. Ja. Wir machen erstmal Sorghumhirse, genau. Genau. Weil die Ölmühle haben wir ja auch, haben wir ja gesehen, dass wir die Ölmühle haben. Da könnte man, ja, da könntest du das Raps reinbacken, ja. Da könnte man Öl herstellen.
was am Ende näher mehr Geld bringt. Aber es bringt ein Öl. Wir fahren einfach weiter. Das ist gut. Bleibt da nicht stehen. Stehen geblieben. Wo haben wir denn Öl? Ah, hier. Wow. Das bringt viel. Ich bringt viel. Aber kriegst du auch so viel raus? Aha. Ach nee, hier Rapsöl. Hier hast du Olivenöl. Rapsöl bringt nicht so viel. Okay. Rapsöl. Größte 5000. Naja, fast 6000. Und Olivenöl bringt natürlich. Wow. Also müssten wir irgendwie so ein Dingsbums. Also ich müsste eigentlich mal unsere. Hat mal. War das im letzten Video? Ne, im vorletzten Video war das. Hatten wir ja gesehen, dass wir auch. Das sagt man gleich. Gewächshäuser haben. Ich möchte mal wissen, wo die sind. Fit mal irgendwie raus. So, gut. Ja, du kannst vorbeifahren, wenn du möchtest. Also, die Straße ist breit genug. Also, von daher, alles gut. Was machen wir nun? Machen wir nun Rapsöl? Oder. Nee, wir machen erstmal so, komm, Hörse. Genau. Machen wir erst einmal. Warum lädst du nicht auf? Mach doch den Deckel auf. Ah, ja, genau. Das bringt erstmal mehr. Wir müssen erstmal Geld machen. Backen wir es jetzt in. Wow. Raps quasi in. Der Ölmühle, dann musst du auch erstmal wieder warten, bis die produziert hat. Ja, wir machen erst schon mal so, komm, Hörse, ein bisschen Geld machen, weil ihr habt ja selber gesehen, war das auch im vorletzten Video? Ich glaube, es war auch im vorletzten Video. Ja, habe ich da gesagt. Ich weiß es nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte. Ich vergaß. Ja. So. Ich weiß es nicht mehr, ob ich sagen wollte. Ich habe schon mal so viel geredet, dass ich schon mal den Faden verloren habe. Oh Gott. So. Wir müssen darüber. Wir hätten doch. Nö, nicht. Hätten wir doch. Naja, gut. So, der Mähdrescher müsste eigentlich auch fertig sein. Aber bevor wir anfangen mit. Ja. Mit Sehen. Noch ein bisschen Stroh einsammeln. Und wie gesagt, ich glaube, wir machen noch ein bisschen Ballenpresse und dann verkaufen wir das, die Ballen. Genau. Also, wow. Eine Fuhre. Stellt ihr das mal hier hin. Eine Fuhre backen wir rein. Noch. In den hier.
Nicht hupen. So, er ist leer. Okay. Zu. Haben wir eigentlich einen Kärcher auf dem Hof? Ich glaube nicht. Das wollte ich nicht. Wir brauchen noch eine Kärcher auf dem Hof. Jetzt habt ihr den Trecker aber doch so schön hingestellt. Komme ich da jetzt ran? Nein, komme ich nicht. Oder? Nee, komme ich nicht. Ah. Mensch. Oh, ich wollte schon sagen. Aber ich habe eigentlich genau das getroffen, wo ich hin wollte. Und naja, fast. Das gefällt. Feld gehört uns ja auch noch hier, ne? Was war das hier? Zuckerrüben. Ich überlege gerade, ob man das untergruppern, aber das könnte man ja auch für die Schweine hier brauchen. Also lassen wir es mal stehen. Wir werden es eventuell kalken, genau. Ne, wir werden es nicht eventuell kalken, wir kalken es. So, da ist unsere Maschinenhalle, ich sage mal Unterstellmöglichkeit. Und da werden wir, wo werden wir denn? Das da vorne. Hier werden wir uns, hier werden wir nicht. Machen wir nicht da. Wir machen das. Hier. Hier stellen wir unsere Kärcher hin. So, wo bin ich denn? Mal drehen. Ja, hier hin. Genau, wow. Echt so teuer geworden. Da war hier hin, okay.
Sauberkeit ist alles. Nach der Arbeit muss alles ready gemacht werden. Auch wenn es nur von einer Seite ist. Schön. Ja, wieder schön, schick, sauber. Ich glaube, ich sollte das nicht da einparken, oder? Eigentlich Quatsch, oder? Ist eigentlich Quatsch. So, okay, gut. Hier haben wir abgeerntet. Der oder der? Ja, hier. Gleich wieder aussteigen in den Schickmock. Ach nee, ich muss den erstmal auf die Straße bauen. Sonst funktioniert's nicht. Wäre der da? Ja, Ziel setzen. Ja, das ist nicht weit weg. Wir hätten eigentlich, wir könnten eigentlich dahin fahren. Oh. Ah ja, fährt schon einmal voll. Können wir in der Zeit hier noch ein bisschen Stroh sammeln? Wie gesagt, da fahren wir noch eine Ladung rein oder zwei Ladungen. Mal gucken. Weil es kommt ja reichlich zusammen. Und dann den Rest machen wir Ballen pressen. Und verkaufen das auch noch. Und dann können wir hier das Feld bearbeiten. Also neu bestellen, meine ich. Wow. Oh, ein dicker Haufen. So, und dann können wir ja auch. Nee, ich würde sagen, im nächsten Video machen wir erstmal das andere Feld, dass wir das Kalken tun. Kalken. Ja, Kalken. Und dann Walzen. Oder wir walzen es wieder zuerst? Ja, mal gucken. Geht davon aus, wir walzen es erst und dann kalken. Ja, genau. Erst walzen und dann kalken, genau. Weil da sieht man die Spur besser.
wo man hier Walz hat und wo noch was fehlt. Wo der Helfer was vergessen hat. Genau. Ah, wir fahren in, oder? Wir fahren eine Fuhre rein, das reicht. Oder? Nee, wir fahren zwei rein. Oder? Mal gucken. Das Feld angucken. Ja. Ja, wir machen noch die Fuhre und noch eine Fuhre, genau. Ich bin immer so entschlossen, ne? Wie Sau. Abladen, verkaufen und dann war es das eigentlich schon für heute. Okay, dann wow. Ach, der wurde blockiert, ne? Gleich mal rein. Da fahren wir das Stückchen selber. Boah, der ist auf dem Hof gelandet. Warum bist du auf dem Hof gelandet? Oder siehst du nichts? Zumindest nicht viel. So, kippen. Sehen wir, was wir noch kriegen. 32% hat noch drinnen. Mal gucken, was rauskommt. Ja, 23.015. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für eure Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Viel Spaß bei L22 und auf meinem Kanal. Tschüss. Tschüss.